Herzlich willkommen zu einer neuen Golf in Leicht Podcast-Folge und ich freue mich auf einen ganz besonderen Interviewgast, nämlich den Oliver. Der Oliver erzählt natürlich gleich auch noch mal ein bisschen was über sich selber, aber der Oliver ist Teilnehmer in meinem Handicap-Coaching-Programm und wir wollen heute darüber sprechen, was ja Oliver gemacht hat in diesem Jahr, denn er hat, ja, finde ich, ein spezielles Kunststück fertiggebracht. Er hat sich in nur 5 Turnieren von Handicap, jetzt muss ich mal hier auf meinen Spielzettel setzen, 26 auf heuer, wie man so schön sagt, er ist Österreicher, auf heuer Handicap 14 runtergespielt. Und ja, da wollen wir mal einfach natürlich reinhorchen, was hat der Oliver gemacht, welche Trainingsmethoden hat er angewandt, ja, wie hat er trainiert, was hat er da gemacht, um sich in, wie gesagt, 5 Turnieren, das ist ja schon Wahnsinn, das ist ja, ich sag mal, tatsächlich über 2 Handicap-Punkte in jedem Turnier runtergespielt, was er da gemacht hat. Aber lieber Oliver, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass du hier dabei bist. Du bist gerade so ein bisschen selber in Quarantäne. Ja. Zum Glück, ja, also Corona, aber geimpft und es geht dir gut. Also alles richtig gemacht. Also nicht alles richtig gemacht, aber geimpft und darum geht es dir gut, wie du gerade gesagt hast. Das freut mich sehr. Aber lieber Oliver, vielleicht kannst du mal zum Einstieg ja so ein bisschen was von dir selber erzählen. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Wie bist du vielleicht zum Golf gekommen? Mein Name ist Oliver. Ich bin 24 Jahre alt, komme aus Österreich, wie schon vorher erwähnt. Und ja, bin seit Mai bei deinem Handicap-Coaching dabei, spiele seit 2,5 Jahren Golf. Und ja. Kommst aber selber aus dem, ich darf das so sagen, Profisport, ne? Also du hast ja nicht ganz so schlecht Fußball gekickt. Ich habe einmal Fußball gespielt, ja, genau, ja. Ja, zweite, was war das? Zweite ja, Bundesliga? Ja, war ich dabei im Kader, genau, ja. Okay, ist ja zweite Bundesliga hast du gespielt, in Österreich, ne? Okay, also nicht ganz so schlecht. Wie Werder Bremen hier, die Bremer haben immer gute Österreicher gehabt hier im Team. Wenn ich an Andreas Herzog und Junusovic und sowas denke, das waren alles immer ganz gute Kicker. So, und dann bist du, warum hast du Fußball aufgehört? Weil nein, ich spiele noch immer Fußball, hobbymäßig, okay. Aber nebenbei spiele ich Golf jetzt eben. Okay, bist also so rein meandert. Also was war so der Auslöser, wie bist du zum Golf gekommen? Ja, auf Sky während dem Fußball schauen, dann immer wieder auf Golf umgeschalten. Okay. Ja, mein Vater hat dann angefangen, Golf zu spielen und dadurch bin ich auch zum Golf gekommen. Also bin ich mal mitgegangen auf die Range und ja, hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Und so bin ich beim Golf jetzt geblieben. So bist du hängen geblieben bei dem kleinen weißen Ball, weg vom großen weißen Ball. Okay. Und ja, kannst du mal erzählen, du spielst jetzt 2,5 Jahre Golf. Wie hat sich vielleicht, du hast ja schon selber gesagt, du bist seit Mai im Handicap-Coaching dabei, wie hat sich denn dein Spiel so vorher entwickelt? Weil, ich sag mal, jetzt in 1,5 Jahren dann umgerechnet, sich auf 26 runterspielen, ist ja auch nicht so schlecht. Ja, ich bin relativ schnell auf das Handicap von, also um 30 herumgekommen. Mhm. Und dann eben auf 26 und es ist auf einmal nichts mehr weitergegangen. Ich habe tun können, was ich will. Mhm. Und ja, ich habe das Handicap erspielt in den meisten Turnieren oder auch Trainingsrunden, aber weiter runter bin ich nicht gekommen. Okay, also, das heißt, da bist du so stagniert oder bist du nur hängen geblieben? Okay. Und was war so für dich so, ich sag mal, das Problem in deinem Spiel? Also warum hast du dann sozusagen dich für ein Analysegespräch bei uns beworben oder die Unterstützung gesucht, dich fürs Coaching gemeldet? Ja, das Problem war damals sicher die Schläge ins Grün. Mhm. Sind sie auch jetzt teilweise noch, aber schon viel besser. Und natürlich die Outbälle waren immer mein Problem. Die Ausbälle, also zu genau, viele Bälle im Aus verloren. Okay. Genau, ja. Ich habe 5 bis 6 Bälle im Aus verloren pro Runde. Okay, ja, das sind natürlich schon mal allein 6 Strafschläge, also hast du schon mal 12 Schläge schon mal auf der Uhr irgendwie, ohne was gemacht zu haben. Ja? Mhm, genau. Ja, okay. Und was hast du, ich sag mal, ja, in der Zeit vorher gemacht, um, ja, wie soll ich sagen, diese Probleme in Anführungsstrichen zu lösen? Ja, ich habe schon immer wieder auf der Range trainiert. Mhm. Aber allerdings habe ich das ohne System gemacht. Ich bin einfach hingefahren, habe, keine Ahnung, 100 Bälle rausgehauen, aber hatte kein System dahinter und dadurch ist auch nichts weitergegangen. Okay, das heißt, ich habe natürlich auch das kurze Spiel trainiert. Aber auch da ohne System. Und seit dem Handicap-Coaching habe ich da ein System dahinter und es geht auch was weiter dadurch. Okay. Was heißt so ohne System? Also für die jetzt zuschauen, hier bei uns auf YouTube-Kanal oder zuhören, was ist so ohne System für dich?
Ja, ich bin hingefahren und habe mit den Eisen 7 bis 5 zum Beispiel jeweils 30 Bälle rausgehaut. Ohne Ziel, ohne. Okay. Also bist hingegangen, also hast du von unten angefangen, erst die Wedges und dich dann Genau, so ja. hochgearbeitet und dann irgendwie immer ein gutes Gefühl gesucht. Genau, ja. Nie Ja, bekommen. okay. Okay, kommt mir bekannt vor, ja, von dem einen oder anderen, mit dem ich schon gesprochen habe, ja. Okay. Das heißt also einfach, du hast letztendlich einfach irgendwie trainiert oder eigentlich ist ja kein Training, sondern irgendwie Bälle geschlagen für Genau, dich. ja, genau, Ja, ja. okay. Hast aber immer auch schon, du hast ja gesagt, du hast viel gespielt. Wie viele Runden hast du so gespielt im Jahr oder auch Turniere? Du bist ja sehr aktiv, was das angeht. Ja, Runden spiele ich schon, vielleicht spiele ich schon die Woche 1 bis 2 Runden. Und durchs Fußballspielen jetzt wieder, weil kein Lockdown mehr ist, weil kein Lockdown mehr bei uns war, eben bin ich wenig zum Turniere spielen gekommen, weil die meisten Turniere ja am Wochenende sind. Achso, Deswegen das sind habe ich dann vorher natürlich nur. deine Spiele. Ja, okay. Genau, deswegen habe ich nur 5 Turniere gespielt. Ja, okay. Und dann bist du ja im Mai, bist du ja ins Coaching reingestartet, also ja eigentlich zum Start der Saison. Was war so dein Ziel? Also was hast du dir von dem Coaching dann erhofft? Ja, das Ziel war, dass mein Spiel besser wird eben. Dass ich schönere Bälle schlage und ja, einfach besser werde dadurch. Hast du dir so ein bestimmtes Ziel gesetzt, also wo du gesagt hast, okay, das möchte ich vielleicht vom Handicap erreichen oder außer jetzt schönere Bälle schlagen, also irgendwie sowas ganz Ja, ich wollte Spezifisches? schon mein Handicap wollte ich heuer auf unter 15 bringen. Okay, unter 15, das war so Das das war das Ziel, Ziel. 15 plus. Genau. Okay, so und was war dann so das, was würdest du sagen, was war so das Kernding, was wir so in deinem Golfspiel verändert haben, also was war so die. Ich sag mal, was waren so die Dinge, die größte Verbesserung bei dir auch hervorgerufen haben? Ja, alles hat sich ein bisschen verbessert, sagen wir so. Perfekt ist noch nichts. Ja, Aber es wird auch immer was zu arbeiten geben, ja, da bin ich mir ganz sicher. ich habe viel weniger Dreipads. Und wir haben auch hart am Schwung gearbeitet. Das wird auch immer besser, dass ich von innen nach außen jetzt komme und nicht mehr von außen Ja. nach innen. Ja, das waren die 2 Hauptpunkte, was ich sagen würde. Ja. Und dadurch Okay. sind die Schläge auch präziser geworden. Ja. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was das so für Übungen waren, die du dann gemacht hast? Also vielleicht beim Putten und auch so beim im Schwung, was wir da so gemacht haben. Einfach für die, die zuhören, dass sie sich so ein bisschen vorstellen Ja. können. Okay, weil der eine oder andere hört jetzt zu und sagt, oh, drei Putts mache ich auch eine Menge. Irgendwie, was waren so Übungen, die du gemacht hast? Ja, die Übung beim Button, also die Übungen hast du mir eh vorgegeben. Und zwar beim Button habe ich einen Ball 10 Meter vom Loch gepattet halt und versucht mit 2 Putts einzulochen eben. Ja. Und wenn das 7 oder 8 Mal hintereinander geschafft wurde, war es gut. Ja. Ah, okay. Und den Schwung habe ich natürlich auf der Range verbessert und dann im Sommer oder Ende des Sommers habe ich dann sehr viel im Garten mit Softbällen gearbeitet und über langsame Schwünge das aufgebaut sozusagen. Das heißt, du hast bei dir im Garten gestanden. Ich kenne auch die Videos natürlich, Ja. so gegen die Hauswand, ja, mit den Softbällen, mit diesen Luftbällen geschlagen. Und vielleicht kannst du mal die genaue Aufgabe so ein bisschen beschreiben, was wir da gemacht haben. Ja, den Schwung haben wir, also wir haben ganz, 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 ganz langsam den Schwung durchgeführt und dadurch eben geschaut, dass ich es schaffe, auch in einer schnellen Bewegung von innen nach außen zu kommen. Genau. Und wie, also kannst du mal beschreiben, weil du bist ja schon jetzt, also auch vom Fußball her, du bist ja gewohnt zu trainieren. Wie oft hast du das so gemacht? Also wie war das 10 Minuten am Tag? War das eine Stunde am Tag? Ich meine, es war ja mitten im Sommer, gutes Wetter, auch in Österreich. Ja. Ich habe das schon, kann ich sagen, fast jeden Tag gemacht, aber so um 20, 30 Minuten nur. Okay, und Also, immer ganz langsam. genau, ja. Ja, okay. Immer wieder Videos geschickt und dann das Feedback bekommen. Ja, genau. Und dann, was hast du so auf dem Platz dann gemerkt? Also, wie hat sich da dein Spiel verändert? Also, was waren so die vielleicht da die größten Kerndinge? Durch das Training. Ja, genau. Ja, wie gesagt, ich habe seitdem weniger Outbälle, was sicher nicht schlecht ist. Und die Schläge ins Grün sind mittlerweile besser geworden. Ich hatte also fast kein Green in Regulation vorher. Und jetzt, ja, teilweise schon gut für mich, finde ich, ja.
Ja, hohe Zahlen schon, ja, genau, im Green Regulation Bereich. Wir machen ja intensiv auch Vorrundenanalysen. Du bist da ja auch sehr, sehr vorbildlich, sehr fleißig, dass wir immer ja wissen, was auf dem Platz auch wirklich passiert ist. Ja. Ich habe da gerade mal reingeguckt, vielleicht mal so ein paar Highlights auch. Du kannst ja selber auch ein paar Highlights beschreiben, ja. Also mittlerweile stehst du Handicap Index, also vorsagt Handicap 7 würdest du mittlerweile spielen, ja. Auf deinem Stammblatt steht Handicap 14 noch. Also das heißt, das Niveau, was du auf den Platz bringst, ist ja schon mal noch mal deutlich besser als eigentlich das ich sag mal, Handicap, was du laut Turnieren spielst. Ne? Aber du hast ja selber gesagt, konntest du 5 Turniere spielen. Das war, ne, ärgert sich ja selber so ein bisschen, hast du im Vorgespräch gesagt, dass es so wenig war, ja. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen, was war so die beste Runde oder wo hast du gemerkt, okay, das ist jetzt so ein richtiger, ja, das war so ein richtiger Durchbruch. Da hast du vielleicht auch so ein bisschen so Selbstvertrauen getankt, dass du merkst, okay, das klappt wirklich. Richtig gemerkt habe ich jetzt, dass es klappt bei meinem ersten Turnier, was ich gespielt habe. Das war leider nicht handicap-wirksam, weil ja, letztes Jahr durch den Lockdown ist das Turnier verschoben worden aufs neue Jahr. Und da ist das Handicap eingefroren worden und mittlerweile habe ich mich da aber schon runtergeschrieben gehabt. Deswegen war es nicht handicap-wirksam. Achso, okay. Ja, und da habe ich aber das erste Mal 12 über Par gespielt. Und weiß ich, ich glaube, da waren es 51 Netto-Punkte oder was. Wahnsinn. Ja. Und da habe ich schon dann gemerkt, dass das Handicap-Coaching sehr wirksam war. Das war aber erst 1,5 Monate nach dem Handicap-Coaching. 1,5 Monate, also im Juni, im Mitte Juni, genau, dann, als es dann auch bei euch mit Turnieren wieder losging. Genau, ja. Und wie hat sich das dann weiter so, ich sag mal, weiter so fortgeführt in den Runden, die du gespielt hast? Ja, ich spiele jetzt konstant mein Handicap, kann ich fast sagen, ja. Ja. Okay, und gab's so, darauf will ich hinaus, weil du hast ja eine besondere Runde gespielt, also gab es besondere Highlights dann nochmal, sage ich mal? Eine Trainingsrunde habe ich gespielt, wo ich Even Par gespielt habe, ja. Allerdings war es ein bisschen leichterer Platz, muss ich auch sagen. Ja. Weil da war Glück auch dabei, muss ich auch ehrlich sagen, ja. Gehört dann zu einer Paarrunde dazu, ne? Aber das war im August, da standst du ja auch noch bei Handicap 18, glaube ich, ne? Ja. So roundabout. Hatte ich 5 Birdies oder was, ja. Ja, okay. Auch wenn der Platz leitet, ein paar Runden muss man erstmal spielen. Ja? Also egal wo, egal auf welchem Platz, erstmal muss man sie spielen. Ja? Also darum nochmal Glückwunsch. Gibt ja nicht so viele Menschen, die eine paar Runde bis jetzt gespielt haben. Und vor allem, das hatte ich damals ja schon gesagt, bei Handicap 18, Wahnsinn. Ja? Also da quasi, das wären ja wieder 64 Punkte oder irgendwas gewesen oder 54 Punkte. Total verrückt eigentlich, ja? was da passiert ist. Inwieweit würdest du denn sagen, du hast vorher Trainerstunden genommen, ne? Auch genau, regelmäßig. Ja. Inwieweit würdest du denn sagen, ist dieses Coaching, mein Handicap-Coaching, unser Handicap-Coaching denn anders gewesen als jetzt so eine normale Trainerstunde beim Pro, beim Trainer? Ja, der große Unterschied ist meiner Meinung nach, dass alles viel strukturierter ist. Ich habe einen Plan, wenn ich auf die Range gehe. Ich habe einen Plan, wenn ich auf Putting-Grün gehe. Ich habe einen Plan, wenn ich chippen gehe. Und dadurch habe ich mich auch weiterentwickelt, ja. Okay, und das hat dir in den, also ohne dass jetzt auch Kollegenbashing sein soll, das ist mir ganz wichtig, das hat dir in diesen Trainerstunden gefehlt oder danach gefehlt? Ja, das hat mir immer gefehlt, ja, genau. Ich habe eine Trainerstunde genommen zum Beispiel und ja, danach war alles gleich. Ich habe nicht gewusst, was ich machen soll auf der Range. Ja. Das heißt, in der Stunde selber ist es besser geworden und dann warst du sozusagen auf dich alleine gestellt. Genau, ja, ich war auf mich alleine gestellt einfach. Ja, okay, gut. Ist natürlich, vom Fußball kennst du es natürlich, dass eigentlich immer ein Trainer dabei ist, ne? Dass es also irgendwie Kommunikation und Feedback gibt, ja? Was hast du denn durch das Coaching, ich sag mal, ja, über das Golfen allgemein vielleicht gelernt und auch über dein Golfen, was dir vorher noch gar nicht so klar war eventuell? Was die Frage? Also Ja, also was gibt es irgendwo Punkte, wo du sagst, wo dir, ja, wie soll ich sagen, wo dir so ein Licht aufgegangen ist, ah, okay, so geht das, also wo du sagst, okay, das war dir vorher noch gar nicht so bewusst, entweder in deinem Spiel selber oder allgemein für den Golfsport, also irgendwie so ein Aha-Effekt, wo du sagst, ah, okay, so funktioniert das oder jetzt verstehe ich das, gab es da irgendwelche so Momente? Ja, was sich geändert hat, ist natürlich das mit meiner Schwungebene eben. Das habe ich vorher nicht gewusst, wieso ich einen Slice schlage. Okay. Und ja, durchs Coaching eben habe ich gelernt, wieso ich ihn schlage und versuche das zu vermeiden eben. Okay, das heißt, dass du selber gelernt hast, okay, wenn der Ballflug kommt, dann kann ich jetzt, weiß ich, ist das und das passiert und dass du dich dann... Genau, ich weiß jetzt, wie ich einen Ball, also theoretisch verstehe ich jetzt, wie ich einen Ball schlagen könnte, ja. Der als drauf liegt, ja, okay. Ja, ja. Okay.
Und hast du so einen anderen Blickwinkel auf dein Golftraining, auf dein Spiel bekommen? Also ist es so, dass du jetzt auch schon, wenn du, ich sag mal, trainieren gehst, sagst, okay, jetzt das und das sind meine Schwerpunkte. Also gibt es da so Punkte, wo du sagst, die sind wichtig für dich? Schwerpunkte im Training habe ich schon, ja. Hm? Die sind eh vorgegeben durchs Coaching. Ja, Nicht, dass du so und Intensität ja, hast. genau, was ich meinte, gibt es so ein, also gehst du da mittlerweile, gehst du da auch selber anders ran, dass du also sagst, okay, bevor ich jetzt hier irgendwie nur eine halbe Stunde blind Bälle schlage, mache ich jetzt mal die und die Übung, die vielleicht Ja. jetzt nicht in dem Plan direkt drin ist, aber die irgendwo so dazugehört. Also wie hat sich das bei dir entwickelt? Ja, mache ich schon auch, ja, natürlich, ja. Okay. Und wenn du so eine, du bist ja ein Vielspieler, wie bereitest du so eine Golfrunde vor? Also das ist ja immer noch mal etwas, wo ich auch alle, die zuhören, das bestimmt kennen. Turnierrunde, Privatrunde, gibt es da mittlerweile so ein paar Aspekte, wo du sagst, okay, da achtest du jetzt in der Vorbereitung ganz speziell drauf, auch was vielleicht deine Spielstärke angeht? Kannst du das mal für den Zuhörer so ein bisschen, Schon, ja, ja, ist ich schaue, dass ich immer eine Stunde vor meiner Runde am Golfplatz bin. Danach gehe ich gleich auf die Range einmal. Danach gehe ich aufs Puttinggrün, Blödsinn, Puttinggrün. Dann gehe ich chippen und dann gehe ich auf die Range und ja, und so Machst du bereite ich mich. dein Programm. Was ich Genau. meine, ist, gibt es so das ist ja sozusagen die unmittelbare Vorbereitung, also das Einspielen, nenne ich es jetzt mal, ne? Das heißt, da gehst du vom Putten über das kurze Spiel, Ja. dann gehst du zum langen Spiel. Okay, das ist so Einspiel. deine gezielte Vorbereitung, die haben wir auch erarbeitet, Ja. gemeinsam. Was ich meinte, ist, gibt es. Ja, wenn du jetzt auf den Platz gehst, hast du mittlerweile deine Vorbereitung auf den Platz geändert, also im Vorfeld nochmal des Einschlagens, dass du sagst, ich gucke mir den Platz an oder wie hat sich das bei dir entwickelt? Ich gucke mir schon den Platz meistens an über die Vor-App eben vorher. Und Was machst du da speziell? Also du gehst dann in die Vor-App rein und dann guckst du schon mal, wie gestaltet sich das, wie sieht das aus, was du denn da machst? genau, wie sich die Löcher gestalten, wo überlege ich mir auch teilweise, wo ich welchen Schläger nehmen könnte. Und ja. Das heißt, du baust dir schon so eine Art Taktik auf, dass du Genau, ja, sagst, ich baue mir okay, schon eine jetzt Taktik auf, ja. das Loch ist so und so lang. Wie Ja. planst du das dann? Also dann sagst du, okay, bis hier schlage ich einen Abschlag. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist der Plan. Ob es dann sich so umsetzen lässt, ist die andere Frage. Aber ich plane mir schon, wo ich die Schläge hin möchte. So. Entschuldigung, immer noch ein bisschen erkältet. Sorry. Ja. Okay, das heißt, du nutzt die App tatsächlich wirklich als direkte, ja, Spielvorbereitung, dass du also wirklich Ja, auch, guckst, ja. wie Genau, lang sind die ja. Bahnen, wo schlage ich hin, wo muss ich eventuell aufpassen, welche Schläger Genau, kann wo ich Auto ist, spielen. wo, ja, genau, ja. Cool, okay. Also, dass du wirklich dann, auch wenn du auf dem Platz, also machst du es bei deinem Heimatplatz auch? Heimatplatz nicht, Nicht ne. mehr, aber wenn Den du kenne ich fremde Plätze. mittlerweile, dass ich es Ja, nicht mehr aber machen kann. wenn du fremde Plätze spielst. Wenn ich fremde Plätze spiele, schaue ich mir immer vorher an, ja. Okay, was bewirkt das bei dir? Also gibt das eine gewisse Sicherheit? Was hat das so, Ja, was es hat das für gibt mir schon Auswirkungen? Sicherheit, ja. Und das heißt, du hast ja diese Runde schon sozusagen so ein bisschen, wie soll ich sagen, so vorweggespielt, ne? Genau, Okay, ja. das heißt, wenn du auf dem Platz stehst, gibt es dann eigentlich keine in dem Sinne Überraschungen mehr, die dich groß aus der Bahn werfen. Nein, nein, gibt es meistens nicht, nein. Okay. Und was waren so die, ich sag mal jetzt so, jetzt ist ja Winter, wenn ich jetzt gerade hier rausgucke, ist jetzt 2. Dezember, wo wir die Folge aufnehmen hier. Wenn ich jetzt hier in Bremen gerade rausgucke, weiß, gut, jetzt du hast gerade ein bisschen Quarantäne noch ein paar Tage. Was sind so die nächsten wichtigen Punkte, die nächsten Schritte in deinem Golftraining? Ich sag mal, ja, Sommermeister werden im Winter gemacht. Aus dem Fußball kennst du, die Vorbereitung ist fast ja immer der wichtigste Bestandteil, sage ich mal, so einer Saison. Wenn die gut gelaufen ist, gehe ich davon aus, es ist im Fußball ähnlich, komme mit großem Selbstvertrauen aus der Vorbereitung raus und kann davon zehren. Was sind so die nächsten Punkte, die du oder die wir gemeinsam in deinem Spiel angehen, die du für dich vor allem so als Schwerpunkte jetzt über den Winter hinaus siehst? Ja, wie gesagt, wir werden sicher am Schwung weiterarbeiten. Ja, da habe ich einen Kollegen, da gehe ich immer in Simulator im Winter. Das hat mir letztes Jahr auch schon sehr geholfen. Sehr gut. Und heuer durchs Feedback wird es mir wahrscheinlich noch mehr helfen. Und ja, zu Hause habe ich eine Puttingmatte, da werde ich teilweise trainieren im Winter. Und die Rückwand deines Hauses wird auch noch mal ein bisschen sicherlich malträtiert Die wird natürlich auch, ja. je nach Wetterbedingungen. Okay, das heißt, Schwerpunkt ganz klar weiter, langes Spiel, die Schläge ins Grün Genau, ja. weiterentwickeln. Ich habe mir auch Genau, vorhin ja. noch mal deine
deine Rundenstatistiken angeschaut. Also tatsächlich sind ja, wenn man jetzt mal Strokes Gained oder auch diesen Strokes Gained Wert nimmt in Four, sind ja der Driver, wenn ich dich mit dem Handicap 9 Spieler zum Beispiel vergleiche, der Driver und das Putten sind sehr, sehr gut, also im grünen Bereich. Und dann sind tatsächlich die Schwerpunkte bei dir ja das Thema langes Spiel, diese Pitches. Aber da sind wir auf jeden Fall dran, da werden wir ganz definitiv über den Winter intensiv weiterarbeiten. Ja? Ja. Lieber Oliver, wenn du zum Schluss vielleicht nochmal, ich habe mir hier so eine Frage nochmal zum Schluss aufgeschrieben, wenn du eine Sache oder ich sag mal einen Tipp für alle Golfer, alle Golferinnen, alle Zuhörer und Zuschauer jetzt hättest nochmal als Rat so von dir für deren Golfspiel mitgeben könntest, was wäre das? Was würdest du sagen, okay, das ist das, was man auf jeden Fall machen sollte? Ja, ganz wichtig finde ich beim Golfen die mentale Stärke. Ja, dass man einfach von Loch zu Loch denkt, sozusagen das Loch abhacken kann, wenn eines nicht gut geläuft. Das ist sehr wichtig für mich, finde ich. Und ja, für mich die mentale Stärke ist ja ganz wichtig im Golfspiel. Okay, das ist A und O. Also da auf jeden Fall dieses, ich sag mal, also das Loch spielen. Und dann, egal ob es gut oder schlecht war, abhaken, nächstes Mal weitermachen. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, absolut, absolut. Thema erwartungslos Golfen, ne? Oder Routine sich da aneignen, sind ja auch ganz große Schwerpunkte, die wir legen oder jetzt auch legen werden. Ne? Werden ja auch immer wichtiger jetzt, vor allem in dem Handicap-Bereich, wo du bist. Ja. Da gehen wir da ganz groß dran. Ja. Ja. Lieber Oliver, vielen Dank erstmal für deine Zeit. Ich hoffe, dass du natürlich jetzt erstmal schnell auf die Beine kommst, schnell gesund wirst. Wobei du sagst selber, dreimal geimpft, geboostert zum Glück. Also alles richtig gemacht, was das angeht. Fühlt sich an wie eine leichte Grippe. Also keine weiteren schweren Folgen. Und dann bist du in 5-6 Tagen wieder fit. Dann steigen wir wieder direkt ins Training rein. Da freue ich mich jetzt schon drauf, kann ich sagen. Darum schon mal vielen Dank auch in der Zeit an dich, dass du dir jetzt diese halbe Stunde Zeit genommen hast und einfach mal von deinem Spiel, ich meine in 5 Turnieren nochmal, das muss man einfach nochmal unterstreichen, von 26 auf 14 und eigentlich vom Handicap-Index her deutlich im einstelligen Bereich spielen. Das ist ja schon, ich sag mal, 19 Schläge theoretisch verbessert im Stroke-Index. Ja. Das ist ja schon eine richtige Hausnummer. Und darum vielen Dank für deine Eindrücke mal aus dem Coaching heraus auch mit, was dir geholfen hat, mit der Struktur, mit diesen Dingen, dass du jetzt weißt, woran du arbeiten musst. Darum ganz, ganz lieben Dank an dich. Ich drücke dir die Daumen, dass du da schnell wieder gesund wirst. Und natürlich an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Vielen Dank, dass du wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest aus den Ausführungen von Oliver natürlich was für dein Training mitnehmen. Wenn du natürlich auch Interesse hast an so einem, wie Oliver gesagt hat, strukturierten Training und wissen willst, was du tun kannst, um solche schnellen und gezielten Erfolge, wie sie der Oliver hatte, auch zu erreichen, dann natürlich melde dich auf ein Analysegespräch einfach bei uns. Schick uns gerne eine E-Mail, hallo@fabianbuenker.de oder einfach am besten auf die Website gehen, www.fabianbuenker.de/Termin und da dein Analysegespräch vereinbaren. Wir melden uns dann, jemand aus meinem Team meldet sich dann direkt bei dir und ihr guckt mal, ob und wie ich helfen kann, so wie das der Oliver ja letztendlich auch dann gemacht hat. In dem Sinne, Oliver, du wirst schnell gesund und ihr, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ihr bleibt gesund, ihr seid hoffentlich auch alle geimpft. Wenn nicht, lasst euch impfen und in dem Sinne freue ich mich jetzt schon auf die nächste Folge, nächsten Montag, nächste Woche, wenn es wieder heißt, hier ist der Golf in Leicht Podcast mit Fabian. In dem Sinne, bleibt gesund, macht es gut. Ciao, ciao.